gegen Seed 1 und 2 des Turniers, SDN und Linotox. Das kann nur, also gegen Double Duck Hunt zu spielen, kann nicht angesehen sein. Andererseits sind es SDN und Linotox. Also bin ich mal sehr gespannt, wie sie dagegen vorgehen werden. Auch weißt du gerade, ja, Linotox komplett gefangen zwischen den Projectiles, hat natürlich seinen Reflektor. Alles auch schwierig. Und da kriegt er tatsächlich den Spike gegen Beißel. Jetzt kommt hier gerade mein Kommentatorpartner dazu. Let's go. Cobra. Hallo. Okay. Ja, was sehen wir hier? SDN Linotox gegen Skyvania Beißel. Und wir sehen, es ist explosiv. Beide haben schon Stock verloren. Es ist auf jeden Fall sehr unübersichtlich. Ja? Bestimmt nicht leicht für Mewtwo auch in dem Klima. Einfach weil... Ja gut, er hat auch schon 140%. Einfach überall stehen Dosen. Ike killt, wenn er ihn aus Versehen trifft. Und diese Hurtbox einfach riesengroß von Linotox oder von Mewtwo. Aber bisher schlägt er sich da gut. Ja. Weißel versucht ihm gerade den Chaos zu machen. Ja, okay. Wir sehen also nur noch SDN mit 3 Stocks. Aber Linotox und SDN machen das schon sehr gut, auch wenn sie beide große Targets sind für die ganzen Projectiles, die da so rumgeworfen werden können. Schön von Beißel gerade eben. Wollen sie das doch sehr gut. Ich meine, was ist auch anders zu erwarten von Seed 1 und 2 des Turniers? Aber es ist nicht einfach gegen zwei Duckhunts, die von allen Seiten irgendwelche Projectiles gegen anwerfen. Wie wurde gerade. Oh, bitter! Er rennt auch noch rein, oh Gott! Ja, das sind dann schnelle 2 Stocks, die verloren werden von Beißel und Skyvania, a.k.a. Beißel Junior. Ja, habe ich auch schon gehört. Die 2 Local Duck Hunt Mains. Dass es auch noch 2 gibt, wenn es irgendwie auf der gesamten Welt gefühlt nur 10 gibt. Halt wirklich. Ja, ist witzig. Eine Region hat immer so einen Charakter, der einfach super oft gespielt wird und den man eigentlich nirgendwo sieht. Bei uns ist es wahrscheinlich Duck Hunt. Der Skorpion auch immer mit Duck Hunt. Okay. Also es sieht nicht gut aus für Team Duck Hunt. Oh, da wird er noch geabgespiked. Ach du Gott. Okay, jetzt muss von Skyvania der Carry kommen. Hier gegen 2 Topspieler aus dem Norden. Da kommt der Shadow Ball. Aber er hat wenigstens ein bisschen Damage gemacht. Das war ein cleaner Double Two-Stock quasi von SDN und Linotox in Game 1. Bin ich mal gespannt, was für Adjustments jetzt gemacht werden. Genau. Vielleicht gibt es eine bestimmte Stage, die spielen wollen. Wir sehen im Norden allerdings auch Character Picks, okay. Und was Stage Picks angeht, haben wir oft einfach PS2. Ja. Einfach oft. Ja, wollt ihr was anderes? Nee, eigentlich nicht. Jetzt gehen sie aber auf Yoshi's Story. Ich weiß von Skyvania, dass es seine persönliche Lieblingsstage ist. Mit der okay. Das ist auch eine sehr spezielle Stage auf jeden Fall. Also oft sieht man die nicht und sie wird sehr oft gebannt. Wahrscheinlich die meistgebannte Stage überhaupt. Wahrscheinlich. Aber ich sehe das auch schon irgendwie zum Beispiel gegen den potenziellen Up-B-Spike von Ike, den man dann vielleicht hacken kann. Ja, das stimmt, das stimmt. Und natürlich auch einfach viel weniger Platz halt für SDN und Linotox, um die ganzen Projectiles um davon wegzurennen. Jetzt gerade weiß sie direkt zwischen den beiden auch gelandet. Ja, das Ganze ist, ich meine, das ist Winners Semifinals. Ja. Das ist schon relativ hoch. Hier der erste Stock schon mit einem F-Smash entfernt. Hier gerade von SDN. Das bei, ja okay, jetzt 50% ungefähr die beiden. Das ist schon nicht einfach. Hier verzeihen auch einfach mit. Ich glaube halt, dass die beiden das so chaotisch wie möglich machen müssen. Oh, aber wir sehen jetzt gerade schon Linotox mit seinen, ich weiß nicht, ob es konnte. Oh, kommt Beißel noch mal ran? Ja. Das ist das Ding, wenn man einfach diesen Reflektor hat und der von Mewtwo, ich weiß gar nicht, wie gut er dafür geeignet ist, aber es ist einfach ein Reflektor. Aber das macht das Matchup halt schon direkt schwieriger für die beiden Duckern. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn die wallen wollen. Also auch in dem Matchup, also ich glaube, wenn man Double Duck Hunt spielt, dann will man wallen. Will man zwei Dosen schön irgendwie da rumliegen haben, möglichst eng das Ganze machen und chaotisch. Und jetzt gerade machen die das ganz gut. Oh, schön. Schön von Skyvania gerade. Ja. Richtig, richtig gut. Ja,
Ja, jetzt versuchen sie zu zweit da so ein bisschen Linotox zu juggeln. Oh, SDN hält das auch wieder auf. Und der Spike. Okay. Oh. Jetzt ist die Frage natürlich, nimmt Skyvania den Stock? Ja, tut er. Während Weißer auf Stage ist. Weißer, nein, kommt leider nicht mehr rauf. Jetzt sind wir in derselben Situation wie eben, nur dass SDN sogar drei Stocks hat. Oh. Das sieht nicht gut aus für die Double Duckhands. SDN ist gierig mit den Stocks, der wird alle haben. Okay, Linotox hält ihn einfach fest. Will vielleicht nochmal dafür sorgen, dass SDN vielleicht noch einen Stock verliert. Nein, will er nicht. Da kommt die Back Air. Und halt, es ist ein cleanes 2-0 für SDN und Linotox. Sind sie gegen die beiden Duckhands vorgegangen. Mhm.